So, jetzt habe ich erläutert und an vielen Beispielen hoffentlich verdeutlicht, wie man mit Java Programme entwickelt, wie Java Programme generell in ihrer Grundform aussehen und wie man dann kompiliert und ausführt. Man kann beliebige Editoren nutzen, aber inzwischen gibt es eine Reihe von sogenannten Java-Entwicklungsumgebungen, die einem die Arbeit erleichtern, die sehr, sehr schöne Mechanismen zur Verfügung stellen, dass man halt sehr viel einfacher Java-Programme entwickeln, kompilieren und ausführen kann. Und eine solche Java-Entwicklungsumgebung, die sehr viel genutzt wird, ist die Entwicklungsumgebung Eclipse. Was es damit auf sich hat, können Sie nachlesen unter www.eclipse.org und von dort können Sie diese Java-Entwicklungsumgebung auch umsonst runterladen und dann auf Ihrem Rechner installieren. Dann sollten Sie zunächst aber das Benutzerhandbuch lesen bzw. sich die Einführung, ist eine Videoshow, anschauen, die generell erläutert, wie man mit Eclipse umgehen kann. Eclipse ist sehr, sehr, sehr mächtig. Man kann mit diesem Eclipse viel, viel mehr machen, als nur Java-Programme entwickeln. Aber die Java-Entwicklung, die Entwicklung von Java-Programmen ist eine Möglichkeit. Wir schauen uns einfach mal an, wie man mit Eclipse Java-Programme entwickelt und ausführt. Nach dem Start ergibt sich ein folgendes Bild. Ich muss sogenannte Projekte erzeugen und in diesen Projekten kann ich jetzt Programme schreiben. Ich habe hier mal diesen pk-java und sage, new, ich will eine neue Klasse haben. Klasse sind ja Java-Programme. Jetzt muss ich hier eingeben den Namen und kann noch bestimmte andere Sachen angeben. Ganz nett ist es beispielsweise zu sagen, dass automatisch diese Main-Funktion, weil man sich da ja so schnell vertippt, wie wir vorhin auch gesehen haben, ich hatte ja das Static vergessen, weil man sich da so schnell vertippt, kann man sagen, diese Main-Funktion, diese Main-Prozedur soll automatisch generiert werden. Dann sage ich Finish. Dann dauert es einen Moment. Und dann wird mir hier dieser Programmrahmen angezeigt. Ob hier jetzt Public davor steht oder nicht, ist prinzipiell egal. Sie können hier schreiben Class World oder Public Class World. Ich habe jetzt mal hier Public Class. Was das mit dem Public auf sich hat, das wird auch später noch erläutert. Das kann man davor schreiben, muss man aber im Moment nicht davor schreiben. Hier können Sie jetzt Ihre Anweisung reinschreiben. Und ich schreibe mal rein system.out.println. Hello World. Es gibt in dem Sinne aber gar keinen Compiler. Alles, was ich machen muss, ist, ich muss sagen, speichern. Und dann kann ich hier sagen, beziehungsweise in der Liste jetzt noch nicht, ich kann hier auf dieses World.java draufklicken und kann jetzt sagen, run as Java-Applikation. Dann wird das Programm ausgeführt und die Ausgabe erfolgt hier unten. Hier wird jetzt ausgegeben Hello World. Wenn ich jetzt hier ändere, kann ich beispielsweise sagen Hallo Dietrich, speichere wieder ab. Jetzt kann ich hier einfach drauf drücken, dann wird das Programm nochmal ausgeführt und jetzt wird hier ausgegeben Hello Dietrich. Was hat es damit auf sich, dass überhaupt nicht kompiliert werden muss? Ja, das erfolgt automatisch. Wenn ich hier beispielsweise mal einen Fehler einfüge, erkennt das System automatisch, hier ist jetzt ein Syntaxfehler. Und es zeigt mir das durch dieses Symbol an. Jetzt muss ich den Fehler beseitigen und dann verschwindet die Markierung wieder. Wenn ich jetzt trotzdem speichere, kann ich mir unten die Probleme anschauen und bekomme diese Probleme hier aufgelistet. Durch Doppelklick wird dann auch in die entsprechende Zeile gesprungen. Wenn ich das beseitige,
und wieder abspeichere, steht hier 0 Errors, 0 Warnings. Und dann kann ich das Programm wieder ausführen und es wird wieder das entsprechende getan. Das ist die generelle Arbeitsweise von Eclipse und auch anderen Java-Entwicklungsumgebungen, wie beispielsweise NetBeans. Man kann aber noch viel, viel, viel mehr machen. Das werden wir uns in den kommenden Unterrichtseinheiten alles mal anschauen. Aber wie gesagt, um wirklich mit Eclipse arbeiten zu können, müssen Sie sich das Benutzerhandbuch anschauen und einfach mal probieren.